Finden wir hier jetzt mal wieder die Insignie? Mal schauen. Oh. Können wir das schmelzen eigentlich? Nein, kann man nicht. Da sind Bockblinge. Ja, das Eis können wir natürlich schmelzen. Oh, da drin ist da unten ist eine Truhe oder was? Oder was ist das? Kommen wir aber auch nicht dran, ne? Oh, schnell hier raus. Nein, 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 schnell raus. Uiuiuiui. Okay. Maxi-Trüffel. Nice. Das ist schon mal eine Truhe. Moment, können wir eigentlich, wenn wir Frostpfeile nehmen, das hier einmal in Eis umwandeln? Ja, tatsächlich. Krass, das geht. Und dann kommen wir nämlich da dran. Was ist das denn? Bringe den Kristall an jenem Ort da, den das Licht zeigt. Oh nein, dann schenken wir dir ein Licht der... Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Ein Moment mal eben, wir müssen das hier... Nein, Leute, nein. Nein, oh mein Gott. Ihr Wichser. Ihr Pisser. So. Dann komm mal her. So. Stirbst du? Der stirbt, das ist ihm zu kalt. Okay, das ist gut. Ja. Okay, das müssen wir jetzt natürlich versuchen. Wir müssen irgendwie da rauskommen. Heiliger. Dann lass uns einmal noch das hier natürlich schmelzen. Wir haben noch ein paar Kapseln, wir können noch ein bisschen tricksen. Wir schauen mal. Ah, das brauchen wir nicht. So, also. Also, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir das Ding hier rauskriegen. Die erste Quest-Schrein, wo wir mal sowas ähnliches hatten, haben wir da auch mit Bravour gemeistert. Natürlich, was hättet ihr denn gedacht? So. Gibt es denn hier überhaupt... Ja, ach so. Ach so, das hier reicht schon aus. Oh, ja, nice. Ich dachte, das wird jetzt komplizierter. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. Ja. Oh, ich dachte, wir müssen ihn wieder aus der Höhle oben an die Oberfläche bringen, so wie beim letzten Mal. Das war nämlich ein bisschen knifflig, aber dann ist ja super easy. Cool. Geschenkter weiterer Schrein. So muss das sein. Ach so, ja gut. Das war noch nicht die Prüfung an sich. Wir haben noch die eigentliche Prüfung im Schrein jetzt in dem Ding da drin. Okay. Aber das werden wir auch schaffen. Achso, doch nicht. Nein. Nice. Doch geschenkter Schrein. Perfekt. Da wir, ne, bei dem Windtempel einen Herzcontainer bekommen haben, bin ich dafür, das nächste Mal, wenn wir 4 Segen haben, uns einmal Ausdauer wieder dazu zu holen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Einmal Ausdauer. Und dann würden wir als nächstes bei den Schreien aber auch wieder ein Herz nehmen. Weil wir beim nächsten Dungeon dann ja auch wieder sag mal schnell, auch wieder einen Herzcontainer bekommen. Können wir das ruhig so angehen, denke ich mir mal. Okay, lass uns einmal auf die andere Seite. Dann mit dem Deckensprung einmal raus. Ich muss das Bernstein kaputt machen. Was ist denn hier los?
Können wir verkaufen, wenn wir wieder Geld für... mal wieder Geld für Ausrüstung oder sowas brauchen. Was für eine Ausrüstung haben wir eigentlich gerade an? Die starke, oder? Ja, 10. Oh, nice. Was also die in Anführungsstrichen starke für den Anfang stark halt, ne? Ist klar. So, dann hier, ah, da haben wir einen Erz vergessen, egal. Dafür gehe ich jetzt nicht extra nochmal runter. Ja, au, oh, du, da! Cool! Komm her! Okay, mehr brauchst du gar nicht. Her damit! Sehr schön. Ist zwar immer noch nicht so genau, was uns das bringt, aber... wir haben's. Nice. Und jetzt sind wir auch wieder bei der Berghütte hier draußen. Perfekt. Dann gucken wir mal, was uns die Lehrerin... für eine schöne Belohnung gibt. Selmis Hütte. Ja. Kann ich wieder rein. Hallo. Oh, ich hab dich schon erwartet. Danke, dass du hierher gekommen bist. Dank dir ist unsere Lehrerin in Sicherheit. Dafür schulden wir dir was. Ich bin so froh. Das ist der andere. Dass es unserer Lehrerin gut geht. Danke auch von mir. Was nur aus mir geworden wäre, wenn du mich nicht gerettet hättest. In der Höhle zu schlittern war großartig, aber das werde ich sicher erst einmal sein lassen. Nimmst du das als Dank von mir an? Hm, deine Schildtasche scheint voll zu sein. Räume bitte auf, damit ich dir einen ganz besonderen Schild geben kann. Ach Gottchen. Okay, nein, 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 stopp, hallo, nein, nein, wie, hallo, wie, was passiert denn hier? Ah, so, 11, ja, dann legen wir den erstmal auf den Boden, machen wir einen Tausch, so gesehen. Ah, du hast aufgeräumt, 26, nice. Fändest du es nicht auch großartig, wenn es auch hoch am Himmel Schildschlitterer wie uns gäbe? Ich wiederhole mich vielleicht, aber danke, dass du mich gerettet hast. Der Schneesturm ist vorbei, also besuche mich jederzeit, wenn du Lust auf Schildschlittern hast. Eigentlich wollte ich keine weiteren Schüler mehr aufnehmen, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Von nun an bist du mein dritter Schüler. Schließlich schulden wir dir was, weil du unsere Lehrerin gerettet hast. Du bist bei uns herzlich willkommen. Nice. Lass uns alle zusammen Schildschlittern. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Nice. Sag mal, hast du alles geplant, nur damit ich mir jetzt gleich deine Technik beim Schildschirm ansehe? Weil du es bist, mache ich das natürlich gern. Ich nehme zwar eine Gebühr, aber wenn du dich bei den Lektionen gut machst, bekommst du von mir eine Belohnung. Ja, wir versuchen es einmal. Ja. Dein Gesicht, das strahlt ja richtig, vor lauter Motivation. So, ich bin mal gespannt. Hier geht es los. Und was meinst du? Soll ich dir noch einmal die Regeln erklären? Nein. Hey, bist du dir ganz sicher, dass du loslegen bereit bist? Na gut, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Die womöglich einfach für dich, aber Profi, bla bla. Wenn du diesen Hügel runterschitterst, kommst du zu einer großen Brücke. Ja. Sobald du dich direkt unter ihr befindest, hast du das Ziel erreicht. Oh. Ach, die da hinten. Meine beiden Schüler stehen an der Schrecke, orientiere dich an ihnen, denn kommst du vom Weg ab. Aber die Strecke an sich ist simpel, immer geradeaus. Trotzdem ist sie ja deshalb nicht automatisch auch einfach. Es gibt auch Hindernisse, die vom Himmel gefallen sind. Also pass gut auf, ob du ihn ausweist oder nicht. Bla bla bla, Strecke 50 Sekunden, bla bla, los geht's. Bla bla. Wir mussten dann das Schild aber nehmen. Scheiße, ich weiß nicht mehr wie... Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, es klappt ja wunderbar. Das klappt ja wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, da ist schon die große Brücke. Können wir hier auch springen, oder? Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Oh mein Goodness. Oh no, oh mein Gott. Klappt. Ob wir das jetzt noch schaffen mit in den 50 Sekunden? Es wird sehr eng. Es wird sehr eng. Nee, schaffen wir nicht. Nur weil wir am Anfang gefallen sind, ey. Scheiße. Ah, machen wir nochmal. Nur weil wir am Anfang ein scheiß falsches Schild genommen haben. Komm mit. Oh, haben wir jetzt nochmal für die Rubine. Bäh, 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 bäh. Doof.
Deine Zeit ist bei dem Versuch waren 53,20. Tja, ganz guter Durchschnitt, würde ich sagen. Nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Aber mit so einer Zeit bist du noch nicht bereit für die nächste Strecke. Also, ich hätte gedacht, dass du schneller bist. Bla bla bla. Ja, einmal noch. Wir schaffen die 50 Sekunden locker. Ja, ja. Nur weil wir am Anfang gefallen sind. Ach, scheiße. So. Boah, Glück gehabt. Ich glaube, der Weg war auch ganz gut, den wir so geschlittert sind. Jetzt sollten wir das locker schaffen. Schnell, schnell, schnell. Hier, 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 hier. Ja, 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 ja. Ba-ba-da-bam-ba-da-ba-da. Ja, Philo, gleich. Das haben wir jetzt geschafft. Genau. Sehr schön. Und stopp, das war's. Ich komme ja noch nicht abzuholen. Warte. Deine Zeit bei diesem Versuch war 46,30. Ich wusste doch, dass du das Potenzial hast. Mit so einer Zeit hast du dich natürlich qualifiziert. Von jetzt an darfst du dich an der Expertenstrecke versuchen. Du hast es geschafft, Glückwunsch! Jetzt bist du ein echter Schildschlitterer, genau wie wir. Das war eine tolle Leistung, du machst uns ja echt Konkurrenz. Also, was meinst du? Möchtest du dich nochmal... Ja, aber jetzt haben wir keine Rubine mehr dafür, ne? Für Experten? Die Expertenstrecke, ja. Jeder, der bekommt ein Schild von mir, aber du kannst keinen zusätzlichen Schild mehr tragen. Ich kann dir jetzt gleich ein Schild geben, damit du etwas Platz schaffst. Lass uns zurück zur Hütte, bevor wir uns noch Frostballen holen. Okay, bla bla bla. Du hast gerade erst mit dem Schildchen angefangen, also keine Sorge, du musst einfach nur dranbleiben. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie viel du beim nächsten Mal gelernt hast. Okay, wir gehen jetzt aber, werfen nicht extra noch ein Schild jetzt weg. Hallo Philo. Um jetzt das Expertenrennen zu machen, weil das eh wieder 20 Rubine kostet. Höchstwahrscheinlich und wir keine Rubine mehr haben. So, das ist alles erledigt. Hauptaufgaben. Untersuche die 4. Ja, mit den Tränen. Ja, keine Ahnung, ey. Okay. Weiter Richtung der Träne hier. Das müsste dann die Träne sein, oder? Genau. Jetzt würde ich aber fast sagen, weil wir hier schon überall mal lang gelaufen sind, teleportieren wir uns zu dem Schrein und laufen dann in das neue Gebiet. Dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Unsere Strategie war ja immer die, dass wir als erstes immer zuerst den Turm aufgesucht haben, um dann... Oh, wo sind wir denn jetzt? Ne, um dann die detaillierte Karte zu bekommen. Macht vermutlich auch Sinn. Aber wir müssen erstmal gucken, jetzt, wie wir hier rauskommen. So schnell. Das wird von hier immer noch nicht reichen. Scheiße. Ach nee, das ist ja jetzt doof irgendwie. Okay, der Schrein war doof. Wir gehen zu dem Schrein und laufen von da. Geht, glaube ich, schneller, als wenn wir jetzt irgendwie versuchen, da rauszukommen. So können wir einfach den Weg laufen blub, und dann nach rechts. Easy peasy. Hoffentlich zumindest. So stelle ich es mir auf jeden Fall gerade vor. Und hier haben wir auch endlich mal wieder schöneres Wetter. Genau. Ja, aber... Oh, Feuerfrüchte, nice. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher für... Weil nervt mich so langsam, dass wir so wenig Ausdauer haben. Für... Für die nächsten vier Segen hole ich mir auf jeden Fall einen Ausdauercontainer. Ja, dem Weg müssen wir jetzt nicht unbedingt folgen.
Wir gehen hier einfach mal querfeldein. Oh, ist das schon der Turm? Ja, safe, oder? Ist das der Turm? Ja, oder? Nee, oder? Der Turm sollte eigentlich mehr leuchten, oder? Okay, was ist denn er jetzt hier schon wieder für einer? Der hat doch mit Sicherheit eine Aufgabe, die so lost wieder aussieht. Wer bin ich? Entschuldigung, werter Reisender, kennst du mich? Wer bin ich? Wo bin ich? Bin ich eine Schurkin? Oder eine von den Guten? Ach, ich erinnere mich einfach nicht. Eine von den Guten. Ich wusste es, danke, jetzt erinnere ich mich. Wir sind die... Oh, das ist wieder sowas. Okay, ich verstehe. Nicht so schlimm. Komm. Ja, komm! Die Giga-Bande, die gibt es hier also auch. Komm her, du Pisser. Boah, ey. Nicht so wild. Wurde nicht getroffen. Alter. Komm doch mal her. Alter, du Pisser. Nimm das und nochmal. Nein. Wow. Ey. Gut gemacht. Jawohl, Tulin. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er heißt. Oh, das gibt Rubine. Und Zahnchenkurzschwert. Stärkung durch Sonanium. Lass mir mal fallen. Nehmen wir das Kurzschwert mit. So. Okay. Und dann wissen wir jetzt wenigstens schon mal, dass es auch solche wieder hier gibt. Die gab es in Breath of the Wild nämlich auch schon. Wir sollten trotzdem mal hier nach oben gehen, weil wir von da aus vielleicht ganz gut einen Überblick haben für Schreine. Auf jeden Fall, ja, meine Hoffnung. Oh, und endlich bekommen wir mal wieder ein paar Feuerfrüchte. Ich meine, gut, dass wir in dem Eisgebiet, in dem Schneegebiet da hinten keine Feuerfrüchte finden, war klar, aber die sind halt echt langsam mal ausgegangen. Wir hatten nämlich gar keine, nicht nur langsam ausgegangen, wir hatten keine mehr. Wir waren komplett leer. Wir konnten die in so manchen Schreien mal ganz gut gebrauchen. Oh, eine große Fee. Oh, das ist aber die, die wir schon mal hatten. Okay. Ja, ja, gut, dann kann das hier weg. Ja, da waren wir safe schon. Okay, okay, okay. Dann gehört das Gebirge zu dem Gebiet. Aber komm, wir können uns die markieren, ne? Oder ist die markiert? Ne, ist sie nicht. Pass auf, so. Was können wir denn als Markierung nehmen? Das hier erstmal weg. Und jetzt markieren wir uns hier eine Fee. Was können wir uns denn als Fee? So ein Herzchen, oder? Feen haben ja eigentlich immer was mit Herzchen zu tun. So, Herzchen sind Feen. Wissen wir schon mal, dass da eine große Fee ist. Bling, 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 bling. Von hier erkennt man auch echt nichts mehr an, ob wir irgendwie mal ein Schrein irgendwo verpasst haben oder ob wir alle mitgenommen haben. Einfach gar nichts. Okay. Wäre schon cool, heute noch. Ausdauerknolle. So, noch einen vierten. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Please, no. Okay, einer reicht. Yo, wie weit? Blitzdings das denn? Uiuiui. Heilige Scheiße. Nein, nicht werfen. So, da und rauskommen. Aber ihr seid zum Glück nur solche Pisser. Da oben sieht es aus, ob es dann... Oh Gott, wo ist die Truhe jetzt hingerollt? Als ob.
Naja, dann war es das halt mit der Truhe. Wow, einfach nur wow. Da oben ist wahrscheinlich noch ein Krog. Naja. Boah, wie ich immer falsch drücke. Unfassbar. Das ist ein Krog, oder? Mit Sicherheit. Ich verstehe schon. Pass mal auf. So, wir nehmen den hier. Gehen einfach mal in... Weiß ich nicht, in welche Richtung. In die Richtung. So, hier hinlegen. Den hier. Den Korken verbinden. Die Dinger hier verbinden. Nein! Oh mein Gott. Das wäre ja wieder was gewesen. Heilige Scheiße. So, komm, verbinden. Und du auch. Wir müssen da ja zum Glück nicht mit draufstehen, so wie ich das erkenne. So, und dann tschüss. Ja, der Korken ist gezogen. Sehr schön. Da fliegt es noch. Tschu. So. Soweit. Wir müssen sowieso einmal hier oben rum, ne? Aber wo ist der. Moment, ich will. Einmal wissen, wo der Turm ist von diesem Gebiet hier. Oh, das ist ein Schrein. Das ist, da ist auch der Turm. Und da ist eine Geoglyphe. Yay. Schrein. Da. Geoglyphe. Da. Aber wir wollen trotzdem... Achso, das ist auf dem Weg nach oben. Okay, nice. Nice. Ach, kacke. Ne, der Tempel ist nach da, ne? Ist das jetzt auf dem Weg nach da? Ja, nicht ganz. So ein bisschen. Okay. Aber da ist auch noch der Drache. Oh, und da ist nochmal ein Labyrinth. Moment. Oh, Labyrinth. Hey. Ah, nein, das ist schon das was wir schon mal gemacht haben. Okay, alles gut. Alles gut, perfekt. So, ja dann. Gehen wir erstmal hier hin. Zu dem Schrein und machen den. Dann gehen wir einen Ausdauercontainer holen. Dann zum Turm. Und dann machen wir für heute erstmal Schluss mit dem Löstrimo. So ist der Plan. So dunkel. Licht im Dunkel. Ja, nice. Oh, Scheinwerfer. Oh, das ist ja cool. Hier ist schon das Ziel hinter? Hier hinter ist schon das Ziel. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay, hier geht's lang. Oh my goodness. Ja, gleich, Philo. Irgendwas kommt hier von rechts. Irgendwie hört sich, ist das laut hier. Hier ist gar nichts. Aha. Die bewegen sich auch noch. Lustig. Uiuiui, hier alles zu finden wird auch wahnwitzig.
Hier ist ein Knopf. Oder auch nicht? Ein Knopf? Hä? Was? Kein. Einfach nur Sackgasse? Nee. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Okay, dann gehen wir mal hier links lang. Oh, schaut mal, hier ist eine Truhe. Das ist schon mal nice. Ein Leuchtstein. Okay, das heißt, das ist nice, dass das hier die Truhe vom, also die Extra-Truhe von dem Schrein ist. Das heißt, jetzt fehlt uns nur noch der Schlüssel. Und dann zum Ziel. Aber natürlich weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, wie man da hinkommt. Was ist das für eine Scheiße hier? Wartet mal. Okay, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist hier wieder der Anfang. Gut, dann lass uns einmal nochmal den gleichen Weg gehen wie gerade, nur dann dahin, wo die Laser waren. Und zwar waren die... wo, hier, genau. So. Und dann ist hier der Schlüssel. Nein! Nochmal eine extra Truhe. Hui. Jetzt wird's aber holprig. Tja. Hier war ja die Sackgasse, ne? Hier sind wir gerade und hier sind wir zurückgegangen, oder? Ah, genau. Aber irgendwie... Hm. Oh oh. Welchen Weg sind wir denn noch nicht gegangen? Das ist, kommt mir hier halt komisch vor. Ach man. Moment, müssen wir noch treffen. Bringt nix. Ey, das ist doch nicht nur eine Sackgasse hier, oder? Doch, anscheinend schon. Och nö. Tja. Da waren wir schon, das ist klar. Hier, es muss doch irgendwas hier mit zu tun haben, oder nicht? Wie kommen wir dann da hoch? Nein, Moment! Stopp, stopp, stopp! Ah, natürlich! Ja, na klar! Oh Mann! Aber die Donnerblume schon wieder verschwendet. Scheiße! Bernstein, jetzt müssen wir noch einmal zurück. Ja, 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 warum bin ich nicht wieder... Ah, warum bin ich nicht direkt darauf gekommen? Ah, ärgerlich. So. War das jetzt hier oder eine weiter? Eine weiter, ne, genau.
Hier war das. Ja, natürlich. Aua. Schlüssel? Nice. Jetzt müssten wir auch alle Truhen gefunden haben hier aus dem Schrein. Geil. Ja, echt nicht schwer, wenn ich direkt mal mit darauf gekommen wäre, mit dem blöden Magneten zu arbeiten. Okay. Das heißt jetzt nur noch einmal zum Anfang. Und dann haben wir's. Sehr nice. Sehr, sehr schön. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Wir holen uns jetzt den einen Segen. Einmal Ausdauersegen. Ging das schon hin. Der nächste Segen geht auf jeden Fall wieder auf Herz. Und dann, wenn wir nämlich beim nächsten Dungeon sind, bekommen wir auch wieder Herzcontainer. Aber auch auf jeden Fall, die nächsten 4 Segen gehen an einen Herzcontainer auch wieder. Ja, wir machen jetzt aus, Philu. Nur Herzcontainer holen, dann zurück zum Schrein teleportieren und dann den Turm machen wir nächste Mal. Morgen. Morgen spielen wir auch wieder Hogwarts und Zelda. Damit wir da mal ein bisschen vorankommen. Super Mario Galaxy sind wir jetzt schon ziemlich weit. Und jetzt machen wir mal, dass wir bei Hogwarts auch langsam fertig werden. Ne, und so. Da ist er. So, komm mal her. Ein Ausdauercontainer, bitte. Ausdauer, genau. Herzen haben wir auch schon eigentlich ganz ordentlich. Und dann das nächste Mal gibt es für die 4 Segen auch wieder Herz. Und für den nächsten Dungeon ja auch wieder ein Herz. Jawohl. Ein bisschen mehr Ausdauer haben wir. Dann zurück nach da. Dann ist morgen, wenn wir Zelda weiterspielen, der nächste halt Turm. Und dann natürlich noch das Gebiet weiter erkunden, was jetzt nicht allzu groß aussieht. Das sollte relativ schnell gehen, wahrscheinlich vielleicht. Und dann schon der nächste Dungeon fast. Mega, mega cool. So. Können wir den noch einmal kriegen? Geht das? Geht das? Geht das oder verschwindet der jetzt? Oh, scheiße! Was habe ich getan? Nicht gut. Dem. Kriegen wir den noch? Eine Schuppe von dem oder sowas? Na komm schon. Oh, was? Nein, 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 wo ist er gelandet? Nein! Okay, Moment. Einen Moment. Nein, wo ist er gelandet? Oh.
Brandgefahr extrem hoch. Moment. Gegen Hitze. Ach so. Trotzdem. Oder was? Oh. Nein, 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 nein. Ich wollte nur einmal... Nein! Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Uiuiui, der one-shottet uns da unten auch einfach komplett. Okay, einmal versuchen wir es noch schnell. Und dann machen wir aus für heute. Ich will einmal nur schnell runter. Die Schuppe holen, versuchen die Schuppe zu holen und dann direkt wieder nach oben teleportieren. Genau, mal gucken, ob das klappt. Ja. Die ist weg, die Schuppe. Oh. Okay. Dann einen Augenblick mal eben. Versuchen wir noch eine schnelle, kurze Sache. Keine Schuppe mehr irgendwie jetzt. Ja gut. Äußerst schade. Naja, wir kommen mal später auch nochmal irgendwann die Gelegenheit zu. Gut, das war's dann erstmal für heute.